Es kam eine Idee in den Geist Gottes oder über den, in den Geist des Sohnes Gottes, über die er vergaß zu lachen. Das ist das hier. Okay. Er hat vergessen, darüber zu lachen. Das war alles. Aber wurde er dadurch verändert? Ist er dadurch nicht mehr der Sohn Gottes? Ist er dadurch unvollständig geworden? Ist er dadurch sündhaft geworden oder fehlhaft oder irgendwas? Nein. Er ist nach wie vor, wie Gott ihn erschaffen hat. Und das ist das, wogegen wir uns weigern. Weil ich auf der Vergangenheit beruhe und beharre. Ja, was mache ich dann mit meinem Leben? Who cares? Du bist heil und ganz. Es interessiert gar niemanden, was du mit deinem Leben machst. Du kannst nicht scheitern. Ist das nicht interessant? Es ist nicht interessant, dass wir von Gott verlangen, dass er uns sagt, wie wir dann unser Leben leben sollen, wobei wir die ganze Zeit unseren freien Willen ausüben. Also das ist vielleicht euch schon mal aufgefallen, dass Gott euch nicht sagt, was jetzt ansteht, sondern dass er sagt, oh, mach dies oder mach das. Das ist eigentlich egal, weil es egal ist. diese Welt ist ein Traum und sie war vor langer Zeit vorbei. Okay. Das ist, mit der Freiheit wissen wir nichts anzufangen als Mensch. Okay, ich bin frei, das heißt, ich kann jetzt dies und das machen. Ja, du kannst dies und das machen, aber es ist nach wie vor bedeutungslos. Weil in der Vollkommenheit, die du bist, schon alles enthalten ist. Und wieder, ich verleugne mir selber nicht die Möglichkeit der Hilfe. Wie gesagt, ich brauche ständig Hilfe, ich brauche jeden Moment Hilfe. Weil meine Wahrnehmung, mein Gewahrsein von mir selber fehlerhaft ist. Das heißt nicht, dass ich ungeheilt bin und zur Heilung komme. Es heißt, dass ich geheilt bin und mein Gewahrsein korrigiert wird. Mein Gewahrsein meiner selbst korrigiert wird in jedem Augenblick. Ich mache das aus einem bestimmten Grund. Ich gucke mit dir auf diese Idee aus einem bestimmten Grund, weil es etwas gibt wie einen glücklichen Schüler. Jesus nennt es einen glücklichen Schüler. Okay, der glückliche Schüler fühlt sich nicht schuldig zu lernen, weil er weiß, dass jede Lektion, jeder Augenblick für ihn von Vorteil ist. Weil er für sich in Anspruch nimmt, und es braucht einen in Anspruch nehmen, dass deine Lektionen freudige Lektionen sind. Schau, aus der unglückliche Schüler, der sündhafte Schüler, der denkt, ach, ich mache immer noch dies. Ich habe schon wieder das. Und seit 50 Jahren ist jetzt das. Und ich habe so viel schon vergeben und ich bin immer noch drin. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Wie lange soll das denn noch weitergehen? Ich habe doch schon mein Bestes gegeben. Also, ne? Irgendwie. Und Opferhaltung. Es ist nicht, was ein glücklicher Schüler ist. Es ist ein Schüler, der durch Schmerz lernt. Okay, wir können durch Schmerz lernen, das ist okay, aber es ist nicht das Nonplusultra. Es ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, wow, ich bin hier. Ich bin hier in diesem Augenblick und er ist vollkommen hilfreich. Er ist hilfreich. Ich weiß nicht wie, aber ich lasse es mir zeigen. Ich lasse mir zeigen, wie ich hier etwas, wenn wir über Vollkommenheit oder Heiligkeit sprechen, die Heiligkeit im anderen erkennen, diesen Moment als den heiligen Augenblick der Erlösung zu erkennen, dann sprechen wir nicht von einer Leistung von deiner Seite. Dann reden wir nicht davon, dass du das produzieren musst durch irgendein Konstrukt, durch irgendein Gedankenkonstrukt, sondern einfach, indem du zu einem Punkt kommst, wo du sagst, wow, okay, ich kann die Dinge so sein lassen, wie sie sind, und das betrifft jetzt, das heißt nicht, ich muss den Wasserschaden nicht reparieren, sondern es geht um jetzt, das haben wir uns gestern erarbeitet, ja. Mühselig. Dieser Augenblick enthält die gesamte Antwort auf alles, ja, und es braucht nichts anderes. Es braucht keine,
Es braucht keinen Verlauf in Zeit, es braucht kein beobachtbares Ergebnis, sondern es braucht nur mich, der ich hier bin. Es braucht nur mich, der einen ehrlichen Blick nach innen wirft und sagt, wow, dieser gesamte Kurs dreht sich ausschließlich um mich. Dieser gesamte Kurs dreht sich ausschließlich um dich. Dein Leben dreht sich ausschließlich um dich. So, wir haben eine unglaublich bizarre Idee von Leben. Unsere Idee von Leben ist, ich habe ein Leben, während all das geschieht. Mein Leben ist eigentlich, es passiert so am Rand. Eventuell habe ich eine Chance, ab und zu mal so reinzuspringen und Hallo zu sagen, dass ich irgendwie auch Teil davon bin, aber eigentlich passiert das alles unabhängig von mir. Mein Leben ist bedeutungslos in dieser Perspektive. Da sind ganz viele andere Leben, da ist Wirtschaft und Wetter und Neuigkeiten und Politik und Fortschritt, Technologie, Krieg, Frieden, ein Universum, Wissenschaft, Religion, Beziehung. Was? Das geht alles ab, dieser Riesenberg an Zeug geht ab und ich bin auch noch da. Das ist die Idee von Leben. Ja, das Leben dreht sich nicht um mich, das Leben findet außerhalb von mir statt und wenn ich Glück habe, kriege ich ein bisschen was davon ab. Oder bin irgendwie Teil davon oder ziehe mich daraus zurück. Was auch eine wahnsinnige Idee ist. Ja? Weil Leben, ich bin das Leben. All das dreht sich komplett um mich. Ich bin der Träumer hiervon. All das dreht sich komplett um dich. Es gibt dann nicht, ja, ich bin da für andere. Nee. Das geht nicht. Ich kann nicht für andere da sein, wenn Leben meins ist. Wenn ich das bin, was Leben ist. Natürlich. In dem Moment, in dem wir den Übergang machen in Leben oder in Betracht ziehen, dass ich das Leben bin, dann dehnt sich das automatisch aus. Dann erkenne ich es automatisch in anderen. Dann ist da etwas, dann findet eine wahre Funktion in mir statt. Dann erinnere ich eine Funktion, die Bedeutung hat und die Bedeutung liegt darin, dass ich das teile. Aber ich lebe nicht für andere. Es geht nicht. Ich kann nicht mein Leben geben für andere. Ja, wir haben das waren unsere besten spirituellen Versuche, ja, um hier rauszukommen. So, okay, dann opfere ich mich, wie Jesus sich geopfert hat, ne? Nägel durch die Hände oder irgendwas. Fast 11 von 12 Aposteln wurden gekreuzigt oder gesteinigt oder verbrannt, weil die dachten, empfanden das als Ehre. Weil sie gestorben sind wie ihr Meister. Aber es war einfach ein grundlegendes Missverständnis von der Botschaft. Es ging nie um die Kreuzigung. Die Kreuzigung war nur, wie ein Kurs sagt, ein extremes Lernbeispiel oder Lehrbeispiel von, hey, ihr könnt das hier angreifen, es passiert überhaupt nichts. Ihr könnt Leben nicht auslöschen, egal wie extrem der Angriff auch aussieht. Da ist nur Liebe. Da ist nur Liebe. Ihr könnt Liebe nicht zerstören, egal welchen Fehler ihr macht, egal wie dumm ich gerade wieder war. Egal wie sehr ich gerade jemanden angegriffen habe, beziehungsweise wie sehr ich mich gerade selbst wieder angegriffen habe, ich bin nach wie vor Liebe. Ich muss mich jetzt nicht aus der Schuld, die ich da fabriziert habe, und dann kommt die östliche Lehre dazu, die das nochmal unterstützt, ja, dein Karma, 20 Mal durch den Kurs im Wundern gehen, vielleicht, oder das Übungsbuch machen, vielleicht reicht das, um mein Karma einigermaßen abzuarbeiten. Nein, Karma ist in jedem Augenblick aufgehoben, weil du heil und vollständig bist. Ja, wie mache ich das? Wie? Okay, Konzentration. Karma weg. Okay, Karma weg. Karma weg. Es ist nicht da. Wo zeigt mir das Karma? Zeig mir dein Karma. Zeig mir das Karma in diesem Augenblick. Du könntest jetzt ein Portemonnaie rausholen und sagen, ich habe das Kind und den Ehemann und das ist eine Ex-Beziehung und da habe ich noch Schulden und lalalala. Aber was ist das alles? Das ist alles Vergangenheit. Und die Vergangenheit, die einzig wahre Aussage über die Vergangenheit ist,
existiert. Ist nicht da. Ist vorbei. Vergangenheit ist vorbei.